So, ein herzliches Willkommen zurück zu Creative Server Dingsabumster Play. Punkt. Let's play. Genau. So. Wow. Spieler, der sich ja Moin nennt. Oh Gott. Schön. So, ich habe übrigens, ja, jetzt tatsächlich die Anvil-Mod ein bisschen modifiziert, hatte ich ja angekündigt gehabt. Und zwar habe ich da tatsächlich beides gemacht. Heißt also, die Items kosten mehr und sie bringen auch weniger. Das heißt, achso, jetzt weiß ich gar nicht, ob der Server überhaupt schon neu gestartet ist. Was machen wir denn hier? Genau. Ah, okay, doch, hat schon. So, man sieht hier, hier hat man jetzt, wie gesagt, ne, so wie der aufgebaut ist, oben die große Schlagfläche, sind komplett drei Eisenblöcke und unten so weniger Eisen, also halbe Eisenblöcke, diese Eisenslabs. Ist erstmal ein bisschen teuer, aber allerdings hält der dafür endlos lange. Also ist ja. Und der Hammer, der ist ja Verbrauchsgegenstand, deswegen hat der immer nur zwei Eisenblöcke. Und ist aber jetzt so gebaut quasi wie eine Axt. Heißt also nicht nur ein Stab hier links und dann sechsmal Eisen, weil das macht grafisch keinen Sinn. Sondern ist halt so halt der Stiel und dann sieht man ja links und rechts ist jeweils Eisen, deswegen halt links und rechts ein Eisenblock. Ich hätte das auch so wie das Bild machen können. Stock, Stock, Stock und dann hier zweimal Eisen. Hätte ich auch machen können, aber ich mache lieber immer so hochkant. Easy. Weil bei einer Achse ist ja genauso. Bei Achse ist ja auch das. Egal. Ja, auf jeden Fall, das ist jetzt das neue Rezept. Das gilt auf all meinen Servern, die Mindtest basiert sind. Und wie gesagt, die Dauer der Abnutzung ist auch runtergesetzt. Das heißt, man kriegt mit einem Hammer ein Werkzeug gerade mal viermal repariert jetzt noch. Klingt wenig, aber man muss ja auch, ne, man muss es ja realistisch betrachten. Und angenommen, man hat es hier, ich weiß nicht, eine Diamantenaxt. So, dann heißt es, wenn man die viermal reparieren kann, spart man viermal drei Diamanten ein, also 12 Diamanten. Also, und das mit einem Hammer, der insgesamt gerade mal 18 Eisen kostet. Also klingt zwar erstmal teuer, aber es ist genau genommen immer noch super billig. Also es. Von daher, ja, jetzt genau so. So, lange Rede gar keinen Sinn. Wir gehen mal los und wollten jetzt direkt hier mit der Mine weitermachen. Quatsch, nicht mit der Mine. Sondern da hinten. Mit unserem Tunnelsystem. So. Dann legen wir doch mal direkt los. Ja, sonst hat sich auf dem Server weiter nichts geändert. Oh, guckt euch das an, Alter. Oh, hier vorne sind schon die Sachen erst noch korrekt gewachsen. Aha. Sehr schön. Tomaten sehen auch gut aus. Alter. Ich muss noch was trinken hier. Schon besser. Na gut, das hier, was ist das überhaupt nochmal? Also das ist rote Beete, glaube ich, und das hier ist dann Gurke? Nee, war ja da vorne irgendwo. Ach, keine Ahnung. Ah, Baumwolle könnte mittlerweile echt pflücken. Das ist ja eigentlich soweit so gut reif, die beiden Felder. Das hintere Feld, ja, das ist irgendwie so ein bisschen, braucht ein bisschen länger. Warum auch immer. Man weiß es nicht. Dann machen wir mal ein bisschen Kahlschlag hier, würde ich mal sagen. So, genau. Einmal runter alles hier. So, so, so. Okay, auf los geht's los.
Mal gucken, ob das dann reicht, damit wir endlich mal unsere Backpacks ausbauen können. Wer weiß, vielleicht bleibt sogar noch ein bisschen was übrig für weitere Seile bauen. Also längeres Seil, wie auch immer. Weitere Seiten, Seilenteile. Das sieht doch gut aus. Und das war gerade mal ein Feld. Ja, lecken die mich doch am Arsch. Gut, ich würde mal sagen, dann lasse ich die beiden vorderen Felder gleich mal offen, also komplett unbewirtschaftet. Da nochmal anbauen lohnt sich einfach nicht. So. Dann haben wir mittlerweile über 1200. Ja doch, das reicht locker für die Taschen. Also. Da sind wir weit im grünen Bereich. Eine gute Baumwolle. Sehr schön. Ob sie auch Seide gibt? Wobei, wozu? Gibt es eh keine Kleidung. Scheiße. Ja, ist sowieso, wie gesagt, ich wollte mal gucken wie eine Skin-Mod, aber es gibt halt irgendwie keine Skin-Mod, die mich so richtig glücklich macht. Entweder gibt es halt kaum Skins, die jetzt nicht wirklich erweiterbar, oder... Oh, scheiße. Egal, weg. Ja, auf jeden Fall irgendwie mit Skin-Mod. Wird auf meinem Zimmer wohl erstmal nichts. So, easy. Also sind die beiden Felder mittlerweile auch fast leer? Können wir da auch bald neuere Sachen anpflanzen? Und dann können wir uns tatsächlich jetzt erstmal wieder Backpacks bauen. Dann kriegen wir endlich mal richtige, komplette Backpacks. Easy, geil. So muss das sein. Ach komm, kann ich auch gleich machen. Ist es gerade nicht passiert? Nein, ist gerade nicht passiert. Fick die Henne. Haben wir noch eine Ho? Wahrscheinlich eher nicht. Sieht eher schlecht aus. Ne, haben wir nicht. Das heißt, ich muss jetzt extra noch mal eine Ho bauen. Gut, dann brauche ich aber auch aus Holz. Alles andere lohnt sich da nicht. So. Gucken wir gleich mal rein, ob dabei was zum Bruch gegangen ist. Nö, scheint alles gut gegangen zu sein. Achso, weil die Fackeln alle weit genug weg waren. Ah, weil die alle an der Decke sind. Siehst du? Ganz, ganz schlau. Apropos Fackeln, hier ist es ganz schön dunkel. Ich habe gerade keine Kohle dabei. Ach, egal. Trag nicht. So. Jutchen.
Du da rein. Andererseits brauche ich dich ja gleich zum Essen dann. Lassen wir sie erstmal auch drin. So, Erde. Da kommst du rein. Du kommst rein. Das haben wir 99 davon. Heilige Scheiße. So. Die restliche Erde kommt dann hier rein. Wie sieht's aus mit Geröll? Da kommst du rein. Du kommst auch da rein. Oha, weil sonst ist es mittlerweile echt voll. Da hab ich aber die Nase voll. So, ihr kommt hier rein. Perfekt. Du kommst wieder zu. So, Baumwolle. Was haben wir alles an Baumwolle? Hier haben wir ein Stack. Da haben wir ein bisschen was. Und mehr haben wir aber auch nicht. Okay, reicht ja auch aus. So, wir brauchen vier mittlere Packs. Genau. Das heißt, oha, jetzt wieder rechnen. Rechnen war ich nie gut. Wir brauchen 6 für eine. So, um 4 mittlere zu machen, brauchen wir 8 kleine. Das heißt, 8 mal 6, so, sind 24. Also 1, 2, 3, 4. Rest kommt dann wieder runter. Das wird dann bitte einmal so gemacht. So gemacht. Und dann kommst du da rüber. Hä, hab ich erzählt? Oh. Oh Gott. Ja, klar. Weil 8 mal 6 auf 24 ist. Ist das schon wieder ein Traum hier. Ist das schon wieder ein Traum. So. Dann bitte nochmal 24. Zum Heulen. Hat hoffentlich keiner gesehen. So, brauchen wir 8 Stück. Und jetzt kommt das Ganze so hier. Du kommst noch da, du kommst noch da, du kommst noch da. Muss der Backpack. Ja, das war super intelligent. So, du kommst noch da, du kommst noch da. 2 Backpacks rein. 2 Backpacks rein. 2 Backpacks rein. 2 Backpacks rein. Und ist das gleich schon nochmal mit dem mittleren. Scheiße, ist überall noch Stuff drin. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, hier ist auch noch Sand drin. Na gut, der Sand kommt dann weg. Ja, komm. So viel, also wir haben jetzt echt massig Sand. So viel brauchen wir definitiv nie im Leben. Äpfel. Ach nee, komm. Auch mehr runter. So, was haben wir hier? Blätter. Gut, erstmal machen wir mal die Äpfel weg. Äpfel kommt hier natürlich rein. So, ist hier noch was drin zum Essen? Ja, erstmal zum Platz schaffen. Kommt das da alles auch weg? Genauso kommt ihr da mal ganz kurz weg. So, Blätterkack, Gedöns kommt alles mal kurz hier rein. Holz. Marker. Knochen auch. So. Halt. So, was ist hier drin? Hoffenweise gedünst. Gut. Dann kommst du da rein, du da rein, du da rein. Du da rein, du da rein. Hier haben wir noch mehr Sand. Aber das andere Sand ist Wüstensand. Ah. Ja, komm, bleib jetzt mal da oben. So, du kommst da rein, du kommst. Nee. Du bist Holz. Holz kommt da rein. So, die Blätter kommen allesamt hier rein. Ah, damit ist das Ding auch schon voll. Oh, apropos voll. Ja gut, dann kommst du rauf und einmal weg. So. Jetzt kommen die Backpacks nach unten. So. 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 Und so. Und. Ach Quatsch. Mann. So, so. Bam. So, so. Bam. So, so. Bam. Und so, so.
Bam. Sehr schön. Jetzt haben wir vier große Taschen. Ich meine, ich weiß zwar nicht, wie die tragen sollen. Ich meine, klar, einer vorne rum, einer hinten rum. Also zwei würde man wegbekommen. Ja gut, da könnte man bei den anderen beiden die Ärmel sehr, sehr lang machen und einfach so unten noch drunter, also dass man immer zwei Taschen vorne, zwei Taschen hinten trägt. Gott, Alter. Und da sieht man aus wie so ein, weiß nicht, so ein ja, Bergerkunder, der einfach so ein riesiges Reisetaschen drauf hat, was wirklich von Schulter bis unten Boden geht. So eine Rucksäcke gibt's ja. Ja, sowas haben wir dann quasi auch. Was wollte ich jetzt machen? Genau, Baumwolle. Wir nehmen jetzt die gesamte Baumwolle raus. So und so und so und so und ich will einfach ein Gleis haben. Ernsthaft jetzt? Das kommt auch weg. Das kommt weg. Erstmal hier ausmisten, Alter. Ist ja mal. Schmeiß mal hier alles kurz runter. Dann kommt erstmal alles nach oben, was irgendwie wegkommt. Was Kinder so braucht. Was kommt noch weg? Also. Schwarzer Farbstoff können wir, wenn wir es brauchen, nochmal herstellen. Kommt auch weg. Fenster ist ja. Achso, ist ja mit Glas, ne? Egal, das war drinne. So. Ja gut, doch, alles andere kann hier eigentlich drinnen bleiben. Ich meine, das hier brauchen wir auch nicht mehr wirklich unbedingt, aber das ist zumindest eine aus Metall und damit in gewisser Weise irgendwo eine Art von wertvoll. Was kann noch weg? Hier kann... Na gut, hier liegt es sowieso massig Platz, wollen wir gar nicht wegwerfen. Eigentlich könnten die ganzen Samen ja allesamt weg, weil wir werden so viele Samen nie im Leben brauchen. Diese ganze Scheiße hier mit diesen ganzen Baumwoll-Seed, das kann alles weg. Hey, wo sind wir überhaupt hin? Achso, Junge, oh. Gut, das heißt, das kommt weg. Ja komm, also von den anderen, wir werden überall ein Stack aufheben, aber ne, mehr auch nicht. Mehr bringt der definitiv nicht. So, das heißt, genau, von dem Baumwoll-Seed zum Beispiel, was jetzt so? Da kommt das alles hier weg. Jo. Dann war es ja quasi auch schon. Easy. Ein Diamant gerade mal. Das ist traurig. Das ist echt traurig. So. Kommt's weg, 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 und kommt's weg. Ja, schön. So, jetzt mal gucken, was brauchen wir fürs Seil? Wow. Da brauchen wir genau. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal alles in diese komischen Dinger umwandeln. Das war, glaube ich, so hier. Jawohl. Klatschen wir da mal kurz alles rein, was wir haben. Machen das auf zwei. Aha, eine Zwei-Formation gibt es gar nicht. Dann machen wir das einmal so kreuzfeuertechnisch. So, perfekt. Alles. Das hier auch nochmal rein. Das, gut, das passt natürlich jetzt nicht mehr. Aber ja, klar. Alles. Der letzte kann dann einfach weg. So. Und jetzt das, das, das. Und das ist dann als Dreier. Und alles. Und weg. Boah. Das ist aber eine lange Leitung hier. Mein Herrgott, Freund von Blase. Was? Ja. Geil. Dann werden wir die nämlich immer mitnehmen. Wir werden sowieso mal ein bisschen so eine kleine Tasche zurecht machen mit Sachen, die wir immer mal mitnehmen können. Dazu zählt zum Beispiel auch Wasser. Dazu zählt einmal Grundnahrung. Das heißt also ein Stack Äpfel und ein Stack Blaubeeren. Kann man von noch was massig? Ja, hier von... Nee. Nee, nee. So, dann würde ich mal sagen... Wir nehmen noch mit. Was könnte man für einen Notfall noch gut gebrauchen? Ja, Kohle auf jeden Fall. Kohle und Holz. Kohle und Holz kann man immer gebrauchen. Dann nehmen wir mal. Ach komm, das Holz. So, dann haben wir für den Notfall können wir Werkzeuge bauen aus Holz.
Wir haben Kohle für Fackeln, wir haben Essen, wir haben, wenn wir auf Lava stoßen, Wasser und wir haben ein Seil. Das alles kommt dann hier hinten in unsere, ja, weiß nicht, Art Survival-Tasche, wenn man so möchte. So, dann brauchen wir noch irgendein Baumaterial. Können wir zum Beispiel hier mal die Erde verwenden? Die Erde sieht als Baumaterial immer vorzüglichst. Genauso wie du da reinkommst, obwohl dann lieber nicht. So, genau. Dann haben wir das da auch. Renne mit dir. Ich hätte gerne noch irgendwie sowas wie Metall oder so ein Scheiß. Ja doch, komm mit. So. Jetzt haben wir hier so ein bisschen so Vorrat für, weiß der Geier was, wenn wir auf unvorhersehbare ja, Dinger stoßen, keine Ahnung was, ne? Dann haben wir so ein bisschen easy. So, dann würde ich mal sagen, snacken wir noch ein bisschen was hier. Und dann Operation Gleise beginnt. Yay. So, wie sieht es eigentlich hier aus? Ja, also wie gesagt, durch Zucker sonst wächst definitiv nicht. Das kann mir keiner erzählen, dass da noch was wächst. Ah, siehst du, genau, wir müssen ja hier noch Dinge zu machen irgendwann, denn haha. Ach, was bleibt so? Von hier oben sieht keiner und im Bereich der Geißen darf sich sowieso keiner aufhalten. Von daher ist ja gesperrtes Gebiet. Hier fahren ja immerhin ICEs und Interspace Express Shuttles. Die ISS fliegt ja auch noch lang. Ist genau die Flugbahn. Also alles geschützte Bereiche. So, jetzt habe ich so sehr auf die Backpacks geachtet, dass ich es gar vergessen habe, hier was mitzunehmen. Und zwar Fackeln für hier. Scheiße. Warte mit dir. Hat keiner gesehen. Ah, und schon ist es mich dunkel hier. Scheiße, die war dann. Gut, das heißt, wir machen hier mal, brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ich bin noch bescheuert, ich muss die Dinger doch sowieso abbauen. Sehe ich ja, wie viel ich dann im Inventar da habe. Perfekt. So, müsste es 32 sein? Ja. Genau 32. Das heißt, wir brauchen dann 32 von diesen Winkeldingern. So. Euch behalte ich mal. Einfach weil das jetzt umzuwandeln wäre Verschwendung und irgendwann brauchen wir die Dinger garantiert wieder. Von daher. Ne? So, wir brauchen 32. Also brauchen wir hier von 4. Bam. Und bekommen dann hiervon genau 32. Easy. Dankeschön. Habe ich jetzt ja auch mitgenommen? Ja, habe ich mitgenommen. Egal. Ah, ich habe kein Replacement-Tool mitgenommen. Ja, Alter, diese Vorbereitung. Ich habe ich was kaputt gemacht? Ich hoffe doch nicht. So, kannst du gleich wieder rein. Easy. Und was soll ich mit? Genau, Replacement Tool. Das brauchen wir dann auch noch. Hallo? Danke.
Und schon ist der Sprit alle. Und wir haben keine Blaubeeren dabei. Ich gehe jetzt nicht nochmal nach Hause. Könnt ihr vergessen. Ich gehe jetzt einfach hier hin und hol mir hiervon ein paar. Ich weiß auch nicht, wie sehr die Dinger satt machen. Ob die überhaupt satt machen. Könnt ihr mich alle mal kreuzweise? So, was wir brauchen, wäre eine Stufe, die in die Richtung geht. Das heißt, wir müssen irgendwo hier genau so anbauen. Das wäre dann also noch da. Jetzt kommst du bitte einmal so hin. Dann wirst du so einmal kopiert und jetzt wieder abgebaut. Dankeschön. So, und jetzt können wir das so einmal hier rein kopieren. Ach, so bin ich schneller. So. Perfekt. Ja, absolut geil. Absolut perfekt. Genau so soll es sein. Gut, ich habe schon wieder die Fackel vergessen. Oh, Alter. Fick die Henne. Ich hab keinen Bock mehr. Nee, ich hab keinen Bock mehr. Das könnt ihr mir noch nicht erzählen, dass das hier ist doch nicht mehr normal. Ja, und bei euch so? Wie geht's euch so? Was machen Frauen und Kinder? Und wie ist eure Bankleitzahl, euer Kennwort, ne? Fackeln. Haben wir noch Fackeln? Müssen wir eigentlich massig haben. Ja, 29. Naja, ist jetzt nicht massig, aber reicht halt zumindest aus. So, habe ich noch was vergessen? Ich nehme mich auch sicher selber mal mit, man weiß ja nie. Und zum Aufmessen, man weiß ja nie. Ja. Sehr schön. Und wenn ich schon mal gleich hier bin, kann ich doch gleich mal das Ding wieder aufführen hier. Bam und. Reicht. Hammer. Ach, nehmt einfach mit. Keine Schaden. So, jetzt sieht man schon, wie der Hammer auch direkt abgenommen hat von der Haltung, von der Haltbarkeit und was auch immer. Und so ist es halt viel, viel realistischer. Oh, weil gesagt, also ich habe den Hammer jetzt von der Haltbarkeit auf ein Zehntel runtergesetzt. Das heißt, jetzt hält er ungefähr 4 Werkzeuge. Das heißt, davor hat er ungefähr 40 Werkzeuge reparieren können. Das heißt, man hätte 40 Diamantspitzhacken haben können vom Wert her. Das heißt, man hat 120 Diamanten haben können vom Wert her für gerade mal 6 Eisen. Und da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das ist auf keinen Fall auch nur annähernd im Verhältnis. Also ganz ehrlich, ne? Ich lasse mir viel sagen mit, okay, manche Sachen, ne, wenn man so macht und so, okay. Und ja, ich weiß, vielleicht sagen jetzt wieder viele, ja, aber vielleicht möchte man damit ja Holzwerkzeuge reparieren. Und dann sind diese 6 Eisen gerade mal so viel wert wie 120 Holzdinger. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, wer Holzwerkzeuge repariert, der ist selber schuld, ganz ehrlich. Also, der hat es dann auch verdient. Sorry. Da. Man muss es nicht übertreiben. Sag ich immer. Wieder. Zu mir selbst. So.
So, wir müssen aber auch mal gucken, wann wir jetzt eigentlich abbiegen. Ich weiß nämlich jetzt nicht, in welcher Flucht wir überhaupt sind, ob wir überhaupt eine Flucht haben oder ob wir einfach flüchten sollten. Ich setze mal bei unserem Bahnhof Dings hin. Setze ich einfach mal ein so ein Marker hin. Und dann kennen wir ja die Entfernung, die wir noch. Ne? Die. Bubble. Sprachen lernen. Und der Sprint ist alle. Ich muss unbedingt mehr Sport schreiben. Mehr Sport treiben. Du kommst ab. Du kommst ab. Sieht sogar hier ein bisschen besser aus von der Schräge her. Easy. Sprint schon wieder leer. Fick die Hände. So, auf der Höhe ungefähr ist das. Nee, das Gleis müsste denn ja. Was habe ich denn da unten gemacht, sag mal? Ist das richtig? Doch, ist richtig. Genau, doch. Drei Blöcke, genau. Ich mache am besten einfach hier unten das Ding hin. So, dann weiß ich ja. Ne? Dann wissen wir genau. Da kommt das Ding hin und wenn ich jetzt diesen Ding hinmache, dann müssen wir jetzt genau sehen. Ja genau, die Distanz, das brauchen wir. Damit haben wir die Höhe, die X-Entfernung und die Y-Entfernung. Gleich mit einmal. Easy. So, dann wieder hoch. Oh, Tomaten. 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 Aber nicht ganz fertig, nicht ganz reif, wie fehlen welche. Egal, weg damit. Wir haben Tomaten, da müssen wir jetzt hier keine. Ne? Kein Exempel statuieren. Gut, ich würde mal sagen, ja. Erstmal Folgenpause sowieso. Und dann haben wir eine Vermessungsgrundlage. Bis dann.